aber sowas muss ja sein, ne? Solche Trauergeschichten. Oh, was haben wir hier? Magietrank. Hier ist nichts. Okay, gehen wir wieder zurück. Wenigstens musste er nicht leiden, sondern es ist schnell gegangen. Schön war es trotzdem nicht. Er hätte mir noch vieles beibringen können. Na, warte, Fuchs. Du liebe Güte! Diese Invasion der Kobolde gerät außer Kontrolle. Ich sollte meine Berechnungen überdenken. Ich muss bei der Multiplikation der sphärischen Werte übersehen haben, dass... Tyrannus, ich glaube wirklich nicht, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um eure Multiplikation zu überarbeiten. Ja. Ja. Ho, ho, ha, ha, i, ho. Nein, hör auf, in die Torte zu blasen. Ja. Du kannst du mal damit aufhören. Ja. Ey, er hat mich erwischt. Alle tot. Er bläst nicht mehr an seine Tote. Ich hab mich ganz allein gegen die Kobolde kämpfen lassen. Ihr habt bloß dagestanden und zugesehen. Ihr verlangt doch wohl nicht von mir, dass ich meine Magie für einen anderen Zweck als die reine Selbstverteidigung einsetze. Also ehrlich gesagt, während diese kleinen Teufel mich getreten und geschlagen haben... Ja, in der Tat, zwischendurch kam mir der Gedanke. Es wäre moralisch nicht vertretbar, dass ich die Zauberei für irgendetwas anderes einsetze als zum Selbstschutz. Findet ihr es denn nicht auch ein ganz klein wenig unmoralisch, gar nichts zu unternehmen, während ich mein Leben riskiere, um uns zu verteidigen? Nein. Ich sag dazu nur eins, das ist moralisch höchst verwerflich. Erzählt mir von euren Taten, Abenteurer, damit ich in meinem Buch der Legenden davon berichten kann. Wir speichern wir wieder und weiter geht's. Der hätte ruhig ein bisschen mitkämpfen können, so. Guck mal, hier ist irgendwas, hier haben wir einen Weg. Hier haben wir einen Weg. Wo soll ich denn lang? Hi, Sarah Lenz, geht's wieder hier rein. Von dort sind wir gekommen. Hier geht's wieder rein und da geht's auch rein. Ich geh mal nach links. So ein schöner Springbrunnen. Das ist doch ein Kinderspiel. Du blitzt. Wenn ihr es sagt. Aber bitte beeilt euch, der Aufzug befindet sich gleich hinter dieser Tür. Ja, ich weiß, du machst nicht mit. Oh, Treffer. Ey. Jawohl. Ja, jetzt du noch. Nehmen wir wieder die Waffe. Oh, die Waffe. Und jetzt gehen wir auf das Schild. Na, kämpfst du mit? Ich sollte erstmal ein Stück hier weggehen, damit ich ja nicht so auf der Treppe kämpfe. Der war schön getroffen. Oh, Drehung und... Ey, hörst du auf damit? Das gefällt mir gar nicht, wenn du hier anfängst, so stark zu kämpfen. Hör auf! Das tut doch weh! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da möchte er mir Schmerzen zufügen. Aber nein. Ich... Steigt in den Aufzug! Er wird euch hinunter in das Kellergewölbe bringen! Schmerzen zu... Okay, Aufzug, Kellergewölbe. Ist das? Ne, wo ist denn der Aufzug? Er ist nicht der Aufzug. Ah, das ist der Aufzug, oder? Das hier ist der Aufzug? Oder hier, Pfeil? Aufzug? Pfeil? Also, David, viel Glück. Was? Wollt ihr mich nicht begleiten? Tut mir leid, das kann ich nicht. Einer von uns muss hier bleiben und den Hebel betätigen. Nun macht schon. Ihr werdet auch ohne mich zurechtkommen. Naja, bisher bin ich auch ganz alleine gut klargekommen. Aber was ist mit dem Dämonen? Habe ich etwas von einem Dämonen gesagt? Nein,
Es handelt sich eher um einen Inkubus. Nun macht schon, steigt in den Aufzug. Ein Inkubus? Was ist ein Inkubus? Oh, das ist ein... Ein Dämon. Was habt ihr gesagt? Nichts! Auf Wiedersehen! Ein Inkubus ist die männliche Version eines Succubus. Er wird des Nachts kommen und sich an Frauen vergreifen. Das ist ein Inkubus. Die Töne sind schon irgendwie lustig, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So. Ach. Ich pass hier rein. Okay. Hallo! Ist hier jemand? Nein. Verschwinde, fremde Kreatur. Hier ist niemand. Macht euch keine Sorgen, die Kobolde sind fort. Sie wollten dem alten Hauswart wehtun. Wollt ihr das auch? Nein, nein, natürlich nicht. Ich muss nur den Kessel in Betrieb nehmen. Geht nicht. Zu viele böse Kreaturen. Sie machen dem Hauswart Angst. Wenn ich all diese Kreaturen vernichte, würdet ihr dann den Kessel anwerfen? Würde ich schon. Ihr wart nett zu dem alten Hauswart. Wollt ihr das haben? Habe ich da draußen gefunden. Ist ein Schlüssel. Danke. Schon gut. Hab ich gern gemacht. Ein Silberschlüssel. Wer weiß, was ich den brauche. Also oben sah er aus wie ein Goldschlüssel, den ich brauche. Dann gehen wir mal hier hinter und schauen mal, wo die Kobolde hingerannt sind, weil es geht wahrscheinlich immer weiter runter in die unterirdischen Gewölbe. Oh, ein Golem. Hörst du auf? Ach Mann. Ich dachte, das war sein letzter Schlag. Ich weiß nicht, ob die auch Angriffsmuster oder sowas haben. Habe ich noch nicht so richtig durchstiegen. Da ist wieder so ein Golem. Kann ich den nur abfeuern? Okay, gehen wir dorthin. Gehen wir hier hin. Ein Stück vor. Ja. Gehen wir mal sicherheitshalber weg, weil der kommt und... So, den haben wir. Den haben wir auch. Das stimmt ja, ich kann ja mit der rechten Maustaste nämlich so Rückwärtsschritte machen, kann ich doch ein bisschen ausweichen. Mit der Technik komme ich vielleicht etwas besser voran. Tell me of your deeds. Dass ich so nachher noch mal mit dem Kampfsystem ein bisschen mich auseinandersetze. Weiß gar nicht genau, wie viele Stunden dieses Spiel eigentlich geht. Ich glaube, es dürften schon so 11-12 Stunden sein. Der ist unsichtbar. Warum? Zurück, zurück, zurück. Ja, erst ist weg. Der ist auch weg. Das ist natürlich gemein, was der macht. So, zurück und wieder nach vorn. Zurück. Muss unbedingt diesen Gnomen dort erwischen. Komm mal her. So. Jetzt können wir mal in die Richtung machen. Nein, so. Nein, hör auf damit. Du sollst aufhören. Ich glaube,
werde mir mal kurz ein Brot nehmen. Heftiger Kampf. So, zurück. So, gehen wir hier durch. Habe ich einfach den Falschen erwischt. So, zurück und... So. Jetzt habe ich eine. Gut, die beiden sind auch weg. Er ist weg. Drehschlag, rückwärts und Angriff. Den habe ich noch gar nicht erwischt, wie es aussieht. Nochmal zurück und jetzt. Okay. Hat eine Weile gedauert, aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Links, rechts, ich komme wieder nach links. Immer diese unsichtbaren Kobolde. Jetzt immer weiter runter, ganz viele Golems. Oh man, geht's hier weit runter. Sind auch sehr krasse Treppen. So und... So und... Ja, wenn man das... Gegen einzelne Gegner ist es einfacher. Zurück und gleich hier. Zurück. Zurück, zurück. Zurück. Jetzt. Weiter geht's. Nächster Golem. Ja, blockt. Du blockst nicht mehr. Jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer. Haben wir noch einen Golem? Das war ja kritischer Treffer. Noch ein Nein. Zurück, zurück. Jawohl, den haben wir auch erwischt. Ist hier unten noch einer? Hier ist keiner, wie es aussieht, aber hier haben wir. Ist hier vielleicht auch noch einer, weil es hier so blau ist? Hier vielleicht auch noch versteckt? Ah, es sind zwei, hätte ich mir gedacht. So, zurück, zurück. Zurück und greifen wir den anderen an. Erster weg. Ja, weg ist er. Und hier muss ich wahrscheinlich dann durch. Jetzt genau. Wenn frei ist, kann ich durch, weil hier ist jetzt nirgendwo was. Da gehen wir weiter. Einen wunderschönen guten Abend, Marito. Jetzt habe ich kurz auf den Chat geguckt und nicht darauf geachtet, dass ich schon hinten angegriffen werde. Ich muss ja mal kurz durch. Ich muss hier durch. Hör auf. Ich muss hier durch. So, jetzt. Wie geht's dir denn? Ich muss wieder zurück. Komm, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Komm, wir kämpfen hier oben weiter. Ich sehe nicht viel. Komm. So, zurück, 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 zurück. Und jetzt hier. Nochmal. Zurück. Hör jetzt auf und stirb einfach. So, jetzt aber zurück und ausholen. Zurück, ausholen. Zurück. Kommt er und jetzt ausholen. Das reicht. Jetzt muss ich unbedingt was essen. Da nehmen wir jetzt Käse. Ja, Käse ist gut, Käse ist gut. Genau. Die Zeit fürs Bett. Oh, das sind wieder aber leichtere Gegner, nicht immer diese Golems. War ein richtig schönes altes Spiel, ne? Oh, Speicherpunkt. Den nehmen wir mit. Ihr habt viele Abenteuer bestanden. Ich werde sie in meinem Buch notieren, damit ihr euch immer daran zurückerinnern könnt. Das ist sehr schön, dass du das notieren wirst.
Jetzt wirst du noch ein Poet. Herr Marito Caseto. So, gehen wir hier weiter. Dieses Gestöhne. Was ist... Oh. So, gibt's hier irgendwie... Nein, gibt's nicht. Eisschwert. Weg, weg, weg. Ich muss hier wahrscheinlich immer schön hier dahinter bleiben. Aber das Eisschwert bringt noch nicht viel. Okay. Oh, jetzt habe ich ihn. Na ja, komm. Geht doch. So, jetzt aber. So, er scheint die zu blocken und deswegen. Oh. Oh, knapp. Jetzt. Immer noch nicht. Geht da vor. Eigentlich nicht genug Mana oder so, kann das sein? So, gehen wir hierher. Jetzt. Das war knapp. Das war knapp. Sowas von knapp. Sorry, wenn ich gerade nicht auf den Chat gucken kann. Ich muss mich noch ein bisschen um diesen Inkubus kümmern. Vielleicht auch dann kann ich nicht treffen. Kann das sein? Wenn er sich so gerade fertig macht. Ja. Oh, jetzt habe ich den abgeschossen. Ups. Ja, erwischt. Den habe ich erwischt. Jetzt. Machst du dich wieder soweit? Oh, jetzt aber. Komm her und Schluss. Komm, stirb, du Fliegevieh. Ist noch ein Treffer oder so? Jetzt aber. Drehung und noch eine Drehung und dann bist du weg. Und jetzt du. Und Schuss. Au, das tat weh. Das tat weh, hat mich voll getroffen. Erwarte du. Ich werde dich zurückschicken mit meinem Eis. Sauber her. Komm jetzt, schieß. Ging grad nicht. Schwert aufladen oder wie auch immer das funktioniert. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber. Ah, das war zu spät. Das war ein kleines bisschen zu spät. Komm, hierher und jetzt schießen wir mal. Level up. Zieht euch um! Natürlich kommen wir zu spät! Terunus hat uns das von eurem Großvater erzählt. Es tut mir leid. Ich danke euch. Aber jetzt will ich nur noch so schnell wie möglich zum Teleskop zurückkehren. Also gut, dann wollen wir mal. Worauf wartet ihr noch? Auf zum Teleskop. Ihr beide bleibt hier beim Professor. In den dunkleren Ecken könnten immer noch ein paar Kobolde lauern.
Wie versprochen, er hat's angeworfen. Also dann los! Das Teleskop ist da oben. Worauf wartet ihr noch? Drängelt ihr eigentlich jeden so? Nein, nur euch. Der ist nett. Teleskop, wo? Hier? Steht's hier drauf? Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Was muss ich hier jetzt? Normalerweise gibt's doch dann immer irgendwo was, auf das ich drauf drücken kann. Ach, jetzt hier. Und da ist der Stuhl. Kann ich mich draufsetzen? Komm, setz dich hin. Setz dich hin. Setz dich hin. Sieh näher hin. Wo fährt er denn hin? Nicht viel gesehen, oder? Das Schiff segelt mit voller Kraft in Richtung Rain. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir müssen nach Haven zurückkehren. Dort können wir einen Plan schmieden, wie wir die Galeone abfangen können. Wir haben keine Zeit, um Pläne zu schmieden. Wir sollten sofort nach Rain aufbrechen. Nein, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Wenn wir nicht hinreichend gut gerüstet in Rain einfallen, laufen wir in den sicheren Tod. Die Galeone ist stark bewacht. Wir brauchen mehr Leute. In Ordnung. Aber wir müssen uns beeilen. Danke für all eure Hilfe, Theronus, aber ich bin sicher, ihr seid froh, wenn in eurer Bibliothek wieder Ruhe und Frieden einkehrt. Wir wünschen euch alles Gute und verabschieden uns jetzt. Viel Glück! Passt auf euch auf, David. Geht mit Gott.